Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kayo und heute dreht sich alles um Arc Enemy. Daher geht es direkt nach dem Intro los und ich kann euch verraten, das Ganze ist ein bisschen Vlog-ähnlich gehalten. Daher viel Spaß und bis gleich. Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Es ist Dienstagnachmittag und wir fahren jetzt nach Dortmund, nämlich dort gibt es eine nette Autogrammstunde mit Arc Enemy, die wir dort vor Ort treffen werden. Also da nicht wundern, wieso ich hier mit Hemd und ohne meine Kappe zu sehen bin. Ja, so laufe ich nun mal privat halt rum. Und ich würde jetzt sagen, das machen wir uns auf und sehen uns gleich. So, bevor es natürlich in den großen Elektromarkt geht, brauchen wir natürlich Sachen, wo man sich Autogramme unterschreiben lässt. Was eignet sich da besser als natürlich Preppen? Und natürlich supportet man nicht den großen Elektromarkt, sondern Idiots Records, genau, da gehen wir mal rein und gucken, was so für Sachen von Arc Enemy da sind. Tun noch was Gutes, dann lassen wir uns das schön unterschreiben. So, wir stehen in der Schlange und abartig warm hier drin. Ich blende euch hier mal kurz ein, wie lang die Schlange ungefähr ist. Also echt Hut ab dafür. Und ja, jeden Moment kommt die Band und dann mal schauen. Ja, die nennt sich eiskalte Pommes Currywurst. Sich eine Pommes Currywurst drin, eine Autogrammstunde zu gönnen bei Arc Enemy im Saturn, ey, das ist wahre Passion, ey. Geil. Boah, wir sind jetzt raus, waren jetzt knappe 2 Stunden dort und mein Feedback zu dem Ganzen gibt es gleich zu Hause in Ruhe. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick bei der Autogrammstunde von Arc Enemy gefallen. Ich fand es sehr, sehr interessant, mal sowas mitgemacht zu haben, dass eine Band, ja, die den Status von Arc Enemy hat, eine Autogrammstunde gibt in einem Elektromarkt, habe ich so noch nicht erlebt. Klar wurde es das ein oder andere Mal veranstaltet, wie bei Blind Guardian. Aber das ist so, die machen hier eine komplette Signing-Session-Tour. Das kenne ich eher nur aus Amerika. Aber ich finde, das ist echt das perfekte Beispiel, wie man unter anderem sein Album promotet. Nach einer Zeit wie die letzten 2,5 Jahre, welche geschuldet waren durch das große C. Ne, man schlägt dort verschiedene Fliegen mit einer Klappe, wie zum Beispiel ja, die Leute, die dann aktuell kein Geld auf Shows zu gehen, investieren halt dann Geld in die Platte, können die Band aber trotzdem kostenlos vor Ort sehen, können mit denen reden, Autogramme holen, die machen Bilder. Die Band pusht auch nochmal so, ja, halt dementsprechend auch ihr Album, dass da Leute sind, sich das neue Album vor Ort kaufen. Ich habe es natürlich nicht vor Ort geholt. Direkt bei dem großen Elektromarkt, weil, wie gesagt, ich supporte dann lieber den kleinen Independent Store. Nichtsdestotrotz wird alles für den Verkauf gewertet für die erste Chartwoche. Und ich denke auch, Arc Enemy werden relativ hoch charten. Ich denke mal so Platz 1 oder so. Aber naja, sei es mal dahingestellt. Ich finde das Album, ich habe es jetzt durchgehört, mega spannend und ist richtig toll geworden. Ich zeige euch mal hier die Ausbeute. Ne? Einmal hier die normale Edition, signiert von einer kompletten Band oder auch das Arc Artbuch hier mit 2 LPs, CD und was weiß ich nicht, was alles hier drin ist. Also sehr, sehr hochwertig gemacht und sehr, sehr geil, dass Bands sowas noch veranstalten. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, dass Bands sowas machen oder nach den Shows halt zum Merch kommen und dort halt ja die Fans kennenlernen oder wieder begrüßen nach einer längeren Zeit. Absolut sympathisch und mega sympathisch möchte ich auch hier hervorheben von Frau Alissa, weil vor mir war ein Vater mit seiner Tochter und wir waren ungefähr 2 Stunden da und es zog sich und zog sich. Und dann sagte der Bandbetreuer plötzlich so, ah, nee, keine Fotos mehr, bitte geht weiter, also zum Vater und zu der Tochter. Und die kleine Tochter, ich weiß nicht, die war so 12, 13, 14 ungefähr, war dann so, okay. Und dann Alissa so, no, stop, come back, let's take a picture. Und die waren dann schon fast weg und die ist dann wirklich so aufgestanden und sagte so, nein, nein, komm zurück, so, lass ein Bild machen, überhaupt kein Thema.
und hat dann so den Bandbetreuer so ein bisschen beschwichtet, so ey komm, ist eine Tochter, das sind unsere Fans, die sind heute hier, die kaufen noch das Album, sind hier vor Ort, lass ein Bild machen. Und der Vater so, oh, echt vielen lieben Dank, dass wir es hier machen durften. Ich so, ja, ey, überhaupt kein Problem. Und was mir auch aufgefallen ist, ne, also die Band, die kommt hier ursprünglich aus Skandinavien und was so typisch ist für die, die sind sehr, sehr verhalten, so ein bisschen ruhig. So, und Alissa, das ist, war nicht nur bei mir so, sondern auch bei den anderen, die hat so den Kontakt zu den Fans gesucht, so, hey, wer bist du? Und ja, ist das dein Album hier? Ja, ich unterschreibe dir das lieben gern. Und hier hast du noch einen Sticker und noch eine Autogrammkarte. Und hat da so den Smalltalk gesucht. Ich kenne sowas halt überwiegend von Ami-Bands. Natürlich, ne, also Alissa, Nordamerikanerin, kommt aus Kanada. Aber die haben das so verinnerlicht, ne, Leute zu entertainen, zu sagen so, hey, wir holen dich hier irgendwie ab, wir geben 100%, wir leben das wirklich und wir wollen hier wirklich was bewirken mit dem, was wir machen. Wie gesagt, fand ich sehr, sehr sympathisch. Die Kollegen, ohne das irgendwie schlecht zu machen, ne, aus Skandinavien war so ein bisschen verhaltener, ein bisschen ruhiger. Ich kenne skandinavische Bands auch hier, Nightflight Orchestra oder wie eigentlich auch hier bei Soulwork spielt, nicht anders. Oder unsere Kollegen von DeVille, auch aus Schweden. So ist das nochmal. Aber ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr interessant, das mal hautnah zu erleben, so eine Autogrammstunde. Wie gesagt, ne, wenn ihr mal irgendwie die Gelegenheit haben solltet, sowas mal irgendwie mitzumachen, kann ich das nun empfehlen. Schaut aber am besten vorher bei eurem lokalen Record-Dealer vorbei, ob ihr die Platte vorrätig habt und supportet den und nicht den großen Elektromarkt. So habe ich es auch gemacht. Lustigerweise stand hinter mir ein etwas jüngeres Paar, ich sag mal so Mitte 20, die sagten, oh, wo hast du die LP hier oder das Artbook? Nicht so, ja, ich war vorher bei Idiots Records und die beiden so, ja, dieselbe Idee hatten wir auch, jedoch dachten wir irgendwie, die Sachen sind dann irgendwie ausverkauft oder so. Und das Gute ist, wie beim Laden wie Idiots Records, den ich hier nochmal hervorheben möchte, die haben einen Online-Shop, wo die Sachen drin sind, da kann man halt vorher nachgucken oder noch besser. Ihr ruft einfach vorher an, fragt nach, ob die Sachen da sind, lasst euch die zurücklegen, holt euch dann die Sachen vor Ort ab und dann geht ihr auf jeden Fall nummer sicher, dass ihr das habt. Das Produkt plus ihr supportet noch gerade jetzt nach Corona oder während der Pandemie, die ist ja nun leider noch nicht vorbei, immer noch einen sehr, sehr guten Plattenladen. Und in dem Sinne, schreibt mir mal eure Meinung zu Arch Enemy und zu der neuen Platte in die Kommentarspalte. Was ich gehört habe vor Ort, dass viele gesagt haben, hey, dieses neue Stück hier, Deceivers, ist die beste Arch Enemy Platte überhaupt, die beste mit Alissa als Frontfrau und was weiß ich nicht alles. Und ja, würde mich brennend interessieren, wie eure Meinung dazu ausfällt. Wir sehen uns schon am Freitag wieder mit unserer Review der Woche. In dem Sinne, gehabt euch wohl, bis dahin und ciao.